heute haben leider auch die ganzen Geschäfte geschlossen. Ne? Hier so tolle Kunstsachen. Aber ich habe da vorne welche entdeckt. Die sitzen hier an den Straßen und verkaufen was. Und das gucke ich mir jetzt einfach mal an. Und vielleicht finde ich das eine oder andere Souvenir für zu Hause, auch für meine Frau. Die bauen jetzt gerade alle noch ihre Stände hier auf. Das sind alles die einzelnen kleinen Künstler, die hier ihre Kunsthandwerkstücke anbieten. Das sind meistens so welche Schmuckstücke. Ja, und da gucke ich jetzt mal durch, was sie hier so Schönes haben und ob ich da vielleicht was finde. So, die hatten da richtig tolle Kunstsachen. Leider ist es natürlich alles auch sehr teuer. Also so eine kleine Kette nur mit Anhänger oder nur der Anhänger kostet schon $100 und mehr. Ich habe jetzt da auch nicht Fotos gemacht oder gefilmt, weil ja, das ist auch komisch, wenn man dann deren Kunstgegenstände fotografiert oder filmt, dann aber nichts kauft. Ja, finde ich nicht so gut. Und ja, ich habe halt jetzt nichts geholt, weil das würde jetzt einfach das Budget sprengen. Ich denke mal schon, dass die Sachen das wert sind, das ist alles Handarbeit. Man sieht das richtig, wie filigran das ist, wie viel Zeit und Arbeit da drin stecken muss. Und von daher sind diese Preise, schätze ich mal, kein Wucher und gerechtfertigt, aber liegen jetzt einfach nicht in meinem Budgetbereich. Das Navigationssystem funktioniert wieder. Das war wahrscheinlich gestern einfach nur überhitzt, weil wir es die ganze Zeit hier in der Frontscheibe hatten. Und heute werden wir mal darauf achten, dass uns das nicht passiert. Schmecken so wie die, wie heißen die, da Berlin-Gegend, da diese Spreewaldgurken, sowas in der Art. Nur ein bisschen mehr nach Essig. Gut. Wir sind jetzt hier in Gallup angekommen. Ich zeige euch das mal auf der Karte, wo das liegt. Habe ich ja längere Zeit nicht eingeblendet. Ich habe ja immer meinen Satellitentracker dabei und die ganze Route wird aufgezeichnet. Ich blende euch das mal ein, damit ihr auch mal optisch nachvollziehen könnt, wie weit wir bis jetzt schon gefahren sind. Hier in Gallup ist jetzt ein Schwimmbad. Das ist drin, hier ist es klimatisiert, weil draußen ist es zu heiß und auch immer viel zu windig. Aber nichtsdestotrotz
werde ich gleich mal rausgehen, weil ich habe da was ganz Interessantes gesehen, schon aus dem Auto raus. Und das zeige ich euch jetzt mal gleich. Das, was ich hier draußen suche, habe ich jetzt schon gefunden. Das kann ich ja mal sagen. Das sind nämlich diese kleinen Erdmännchen, die man so aus dem Zug hat. Ich bin nicht ganz sicher, ob das hier Erdmännchen sind oder Pyriten. Müsste ich nochmal nachgoogeln. Auf jeden Fall sind das diese kleinen Kerlchen, die hier vor den Löchern immer rumstehen. Und sobald man aber auf 100 Meter in die Nähe kommt, schlägt einer Alarm, zack, und dann sind alle weg. Ja, ich versuche aber mal mein Glück, ob ich da noch ein paar erwische. Ich habe nämlich gesehen, dass an den Bahngleisen, da sind immer ganz viele Löcher. Und wenn ich mich da einfach mal ganz ruhig eine Zeit lang hinstelle oder hinsetze und abwarte, dann werde ich bestimmt mal ein paar draufkriegen. Präriehunde, so heißen die, wurde mir gerade gesagt, habe ich jetzt schon gefunden und Fotos gemacht. So, die beiden da oben, die wollen jetzt hier gleich in diesem ausgetrockneten Flussbett Quad fahren und das filme ich auch gleich mal. Die haben mir auch noch gesagt, dass diese Präriehunde hier, die ich jetzt bis jetzt aufgenommen habe, sehr kleine sind und weiter außerhalb, da sind dann richtig große und dicke. Ja, das ist hier wohl ein Sport für die Kinder. Die Dinger abzuknallen, finde ich eigentlich ziemlich schade, weil ich finde sie natürlich ganz niedlich. Und ja, das ist wohl auch deren Gebiet, wo der Mensch halt jetzt erst im Nachhinein Einzug erhalten hat. Und darum haben die natürlich auch ihre Berechtigung hier. So, jetzt sind die beiden unterwegs und die fahren hier gar nicht lang zum Spaß, sondern die sammeln Metall. Die haben den Anhänger dabei, da ist ein Schweißgerät drauf und die fahren jetzt hier das Flussbett lang und suchen Altmetall, was sie dann verkaufen. Das ist ihr Nebenerwerb. Zuerst dachte ich, die machen hier so eine Spaßtour, aber die müssen halt so ein bisschen was nebenbei verdienen. So, wir sind jetzt hier im Badlands Grill Restaurant. Ja, hier könnte ich jetzt einen Salat essen oder irgendwas mit Spaghetti Penne oder also Pasta. Und ich habe keine Lust auf Salat, darum nehme ich heute mal Pasta. So, ich hoffe, euch hat das neue Video gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch bitte ein Like oder ein Abo. Und morgen geht's weiter Richtung Grand Canyon und dann kommt das nächste Video auch bald. Also macht's gut, ciao!